Hi und hallo bei Potternander. Wir sind wieder wanderbar unterwegs. Mein Papa und ich unterwegs am Rotbach. Eine kleine Erfrischungstour aus dem Buch von Thomas Dörrmann, Wandern für die Seele. Wir hier am Rotbach. Kommt ein bisschen mit. Auf geht's. Oh, der Papa kennt sich aus. So, und was haben wir hier entdeckt? Lost Place? Oh yeah, the blue is laughing off of sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. So, wir sind tatsächlich hier erfrischt unterwegs, haben richtig Spaß auf der Rotbachroute hier. Natürlich kennt mein Papa alles, ist er schon abgelaufen, abgefahren mit dem Fahrrad. Ich war in der Tat wirklich noch nicht hier. Ja, und jetzt, wie gesagt, wunderbare Natur. Jetzt hört man natürlich auch noch ein kleines bisschen Autobahngeräusche. Da ist die A3, da müssen wir auch weiter durch. Ja, aber das ist wieder mal ein wunderbares Biotop, was wir hier sehen. Und das macht richtig Bock. Yes, we have to agree to disagree for this one last time. We were the day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out. Also, wir stellen fest, der Weg ist super. Das ist fast schon parkähnlich hier angelegt. Über die Felder, das ist natürlich ordentlich warm. Du hast kein Blätterdach, ne Papa? Ja, stimmt. Dafür wird das ja auch als Radweg wunderbar angenommen, muss man sagen. So als Wanderer und Spaziergänger, Radfahrer muss man sich natürlich arrangieren. Das läuft hier sehr gesittet ab, ne? Man klingelt, weicht aus, also das läuft alles ganz entspannt. Viele E-Bike-Fahrer. Und ja, Papa, erzähl doch mal, wo war der Weg? Der Originalweg, den kanntest du auch noch. Also, weiterhin dieser Weg und dann hat man den neuen, hat man angelegt durch die Wiesen und so weiter und am ursprünglichen Rotbach kommt man nicht mehr entlang. Okay, ja, dafür, sage ich mal, hat man der Natur jetzt freien Lauf gelassen und dann brauchen wir da nicht lang zu tapern, ne? Richtig. Dafür ist das ja wirklich schon biotopähnlich, der Rotbach. Jetzt sehen wir endlich, wir laufen wirklich dann auch mal direkt am Rotbach entlang. Und ich kenne jetzt noch da Streterei, Hüngse, nee, nicht Hüngse, was sage ich denn da? Bei der Grafmühle, Streterei, Rotbachtal, auch vom Fahrradfahren. Ja, das ist ein kleiner Bachlauf mitten im Wald, ne? Ja, aber hier so in der Ecke, also diese Richtung habe ich hier den Rotbach tatsächlich noch nicht ergründet. Aber das sieht wunderbar aus, kannst hier ganz gemütlich entlang spazieren. Und jetzt kommen wir auch so langsam wieder in weltliches Gebiet. Ja. Herrlich. Und das wird auch merklich kühler, ne? Ja. Sehr angenehm. Jetzt. Wunderbar. Ja. So, und jetzt geht es immer weiter. Parallel zum Rotbach. Man kann wirklich wunderbar die Kühle hier spüren. Das ist richtig, wie der Name schon sagt, eine Erfrischungstour. Wunderbar. Nicht zu viel versprochen. I'm sorry, I'm so shallow. Ja, auch hier ein beliebtes Fotomotiv. Der Papa kennt's. Ja, ich nicht. Wunderbar, ich freue mich ja auch immer wieder, wenn ich was Neues gezeigt bekomme. Ja, und das macht richtig Spaß. Und es hat zum Glück ein bisschen bewölkt heute. Dafür ist es ordentlich suppig. Ein bisschen geregnet heute Vormittag. Ich schwitze mir hier echt einen ab, aber das soll ja gut für die Haut sein, ne? Krass, wenn man auf die Wasseroberfläche guckt. Sieht man da unzählige Wasserläufer oder sowas. Das ist hier voll das Insektenparadies. Boah, Hammer. Und, da sind wir jetzt auch schon, wo wir beim Gewässer sind. Na? Na? Rotbachsee. Wahnsinn. Richtig. Und wieder war ich noch nicht hier. Kannst du dir vorstellen? Nicht zu fassen, ne? Glaube ich nicht. Doch. Hoi. Captain Lutz,
Richtig. Lost Place mäßig geht es weiter. Und hier blutet ja auch so ein kleines bisschen mein Herz. Ne? Freibad Hiesfeld, wer kennt es? Ich war auch tatsächlich nicht hier, aber der Vater kennt es mal wieder. Mittlerweile ist halt alles völlig verrottet hier. Wenn man da reinguckt, kann man noch das Drehkreuz erkennen. Ja, das war mal eine beliebte, belebte Anlage. Ne? Ja. Verstehe ich nicht, dass sich sowas hält, nicht gehalten hat über die Jahre. Und jetzt wird es mehr denn je eigentlich wieder verlangt, ne? Freibad ist jetzt eine Sache, wenn sowas auf hätte, ich sag mal so, ne? Das ist eine Goldgrube. Ja, schade. Ja, und romantisch geht es auch direkt weiter, hier mit dem Seerosenteich auch. Da verspricht jetzt Wandern für die Seele nicht zu viel. Und wenn man das hier sieht, ja, da geht dann tatsächlich auch wieder mal das Herz auf und lässt einen dann so ein kleines bisschen die Wehmut vom Schwimmbad vergessen. Und was sehe ich denn davor? Ist da sogar ein Karpfen drin? Ja. Ist ja herrlich. Guck mal, herrlich, da schmatzt er. Ja, das ist, wir kommen nochmal zurück zum Freibad. Achtung, Liegewiese. Das warten wir. Wahnsinn. Ja, und wer vielleicht hier aus der Region kommt, und eventuell auch das Freibad kennt oder sogar noch alte Fotos hat, schreibt gerne, wie heißt das so schön, kommentiert, postet, wie auch immer, in die Kommentare oder schickt mir über, auf was auch immer für einen Kanal zu. Ich würde mich freuen, damit ich vielleicht noch mal weiß, wie das hier vorher aussah. Denn das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, dass hier mal so ein wunderschönes Freibad war und jetzt total verwittert. Ja, wundert mich, dass hier immer noch keine Betonwüste entstanden ist. Und mit einem weiteren Highlight geht's weiter hier an der Mühle in Hiesfeld. Wahnsinn! So, da wollen wir mal gucken, was hier in dem Wanderbuch so drin steht. Wandern für die Seele, Wohlfühlwege, Naturpark Hohe Mark, jawohl. Seerosenteich haben wir gesehen, Straße am Freibad ebenfalls, Naturschutzgebiet Scholtenbusch, jawohl. Lingelmannstraße, und wir sind ja jetzt hier mitten an der Hiesfelder Mühle. So, da lese ich jetzt. Direkt am Rotbach, klar. Das, Achtung, jetzt das kleine Wasserkraftwerk wurde 1693 erbaut und dient heute als Mühlenmuseum. Warte mal ganz kurz, ich muss mal einmal unterbrechen. So, als weiter geht's. So, der Vater muss mal einmal Klamotten wechseln. Ne? Also, 1693 erbaut, Mühlenmuseum. Und der Tipp, Thomas schreibt hier, sonntags bei freiem Eintritt über 60 Mühlenmodelle können hier besichtigt werden. Also, nächster Ausflug, sie steht. Geht weiter, herrlich. So, hier ist also das Mühlenmuseum. Dienstlagen Hiesfeld, ganzjährig, Sonntag, 12.30 Uhr, Gruppenführung, so. Telefonisch soll man sich hier anmelden. Ja, herrlich, wie gesagt, 60 Mühlenmodelle. Wunderbar, habe ich mal Bock drauf, also merke ich mir. Ah, herrlich, so, wir sind wieder... Ja, schon beinahe wieder auf dem Rückweg. Hälfte der Tour haben wir rum. Zum Glück geht es im Schatten und im Wald weiter. Und dann genießen wir noch die weiteren Wege.
Missouri, and nothing's like it used to be, 'cause everybody around me's feeling sorry for himself. So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid just finished it, can't be undid. Jetzt geht es mal ein kleines bisschen auf Asphalt weiter. Das ist aber nicht weniger schön, denn der Ausblick stimmt ja, ne? Muss man sagen. Und so langsam kommt auch wieder die A3 in Sicht. Das heißt, wir sind also noch 5,5 Kilometer. 2 sind es noch bis zum Ziel. Eine herrlich erquickende Tour. Macht Spaß. So, wir sind auf den letzten Metern und befinden uns wieder auf dem gleichen Stück, wo wir auch hergelaufen sind. Stille Wege am Wasser wart jetzt nicht gerade, das ist also sehr belebt. Viele Radfahrer, Spaziergänger, Jogger und der Rotbach ist auch jetzt nicht immer da, aber man sieht viel, man kann schön fotografieren, filmen. Und ich habe tatsächlich auch wieder viel entdeckt, weil ich bisher auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Von daher, wunderschöne Route, macht Spaß, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ist es auch gerade wieder warm. Ich hoffe auch, euch hat Spaß gemacht, wieder dabei, wieder mein Papa als Special Local Guest and Guide. Und wunderbares Wochenende, seid aber beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vergesst da rausgehen nicht, euer Strömi von Portalander. Ciao.